Zum Beispiel einmal bin ich mit meinen Cousinen reden und habe halt ins Spiel geschaut und so gesagt, so Alter, ich sehe so extrem dick aus. Und das war halt auch zu der Zeit, als ich kurz vor der Einweisung war und sie haben so gefunden, Alter, du bist extrem dünn und halt so Sachen. Und dann so denke ich, hey. Ich habe mit 15 eine Essstörung, eine Magersucht entwickelt und dort war das halt einfach ein fester Bestandteil gewesen. Dass ich mich halt selber zum einen nicht als krank wahrgenommen habe, aber zum anderen kommt da halt dort noch häufig vor. Und ich bin mir halt auch so gesehen, dass man sich nicht so dünn sieht, wie man wirklich ist. Meine Eltern haben dann irgendwie gemerkt, dass es nicht so okay ist und haben halt versucht, so mit mir irgendwie ein bisschen schauen, was man ändern könnte. Aber ich war schon so tief drin, dass ich mich nicht darauf einlassen habe und halt auch wie nicht mehr können haben, daraus rauskommen. Und wir sind dann mal eine Klinik anschauen und meine Eltern wollten mich dazu bringen, dass ich quasi freiwillig eintrete, aber ich wollte das nicht. Ich wollte halt wie nicht von zu Hause weg und mich halt dem nicht stellen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe noch nicht... Ich brauche es noch nicht, ich bin ja noch nicht so dünn. Und darum habe ich dann auch, als ich dann auch zum Beispiel zwangsig gewesen war, habe ich am Anfang noch nicht verstanden, warum. Weil in meinen Augen bin ich ja nicht dünn gewesen und habe keine Hilfe gebraucht. Und mir hat es geholfen, wir haben dort eine Übung gemacht, die habe ich auch später mal noch mal gemacht, wo man so auf ein Blatt Papier liegt und man tut am Anfang noch so die gröbsten Punkte, so den Kopf und die Hände, so ein bisschen zeichnen und dann zeichnet die betroffene Person so den Umriss, wie man sich wahrnimmt. Und dann liegt man nochmal das Blatt drauf und dann wird man abgezeichnet. Und dann sieht man so den Unterschied. Wie nimmt man sich wahr und wie ist es wirklich? Und das habe ich dort das erste Mal gemacht und das hat mir mega Eindruck gemacht und mich auch mega verschrocken, weil es ein extremer Unterschied war zu dieser Zeit. Und ich halt auch mal gesehen habe, so, scheiße, meine Beine sehen echt anders aus, wie ich denke. Ich habe da recht viele Narben, um die Narben zu überdecken. Einfach für mich, wo das Kapitel abgeschlossen war. Yeah. Also ich habe mir das Ziel gesetzt, wenn ich ein Jahr lang nichts mache, dann darf ich noch die übertätowieren. Und Rosen, weil Rosen sind meine Lieblingsblumen und Sonnenblumen, weil ich finde das so voll optimistisch. Das Thema Magersucht hat mich auch ein bisschen länger begleitet, aber jetzt eigentlich die letzten paar Jahre bin ich so auf einem stabilen, gesunden Gewicht. Aber das ist immer noch wie so ein Symptom, das ein paar Tage halt wieder mal führen kommt. Zum einen hat man mir halt eben früher ja immer gesagt, ich sei hässlich und ich hatte dementsprechend verinnert. Und dann ist halt immer so, manchmal habe ich Krise mit meinem Körper, dann habe ich Krise mit meinem Gesicht, dann habe ich Krise mit meinem Körper, dann habe ich eine hohe Liste gehabt, weil dass ich alles will operieren. Und da hat mir der Domi geholfen. Wird einfach alles durchgestrichen. Am meisten Problem habe ich mit meinen Beinen. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann lege ich lieber halt ja, weite Hosen an. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist das okay. Dann finde ich auch, sollte man das zulassen und nicht irgendwie so eins auf nein, Body Positivity, alles ist immer gut, weil das einfach nicht realistisch. Zum Teil finde ich auch hilft, wenn man zum Beispiel denkt, so, meine Beine sehen heute grusig aus. Oder irgendetwas. Wenn man für jedes so negative kleine Ding zwei positive Sachen. Ja, dafür sind meine Augen heute mega schön. Oder meine Haare fallen toll. Oder irgendwas. Ich habe einfach das Gefühl, ich muss dranbleiben und dann geht alles gut. Aber einfach, es ist halt ein ständiges Dran arbeiten. Aber das ist lieber so, wie dass ich es verdränge. Und dann kommt irgendwann alles wieder auf.